Woran merkt man, dass der Lockdown so richtig kickt mal wieder? Ja, wenn ich ein Video mache. Und heute wird wieder gekocht. Ich glaube, wir werden in Zukunft öfters Kochvideos machen. Das hat so einen kleinen Testdurchlauf. Wir machen hier vegetarischen Burger. Also ich habe so vegane Patties, aber ich finde halt mit Käse viel geiler, deswegen nur vegetarisch. Und ja, ich habe noch keine Ahnung, wie ich genau das Ganze filmen werde. Ich werde so ein bisschen probieren. Das wird auch für die nächsten Kochvideos so weitergehen, dass ich einfach so versuche, meinen Stil herauszufinden. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Als erstes schneide ich mittlerweile Salat und Tomaten auf, weil ich habe das schon so oft, dass da Käse und alles fertig geschmolzen ist und dann so, oh fuck, da fehlt ja noch was. Und dann kann man schon einfach behutsam die Buns in den Ofen legen. So, jetzt einfach das Fleischersatzprodukt natürlich anbraten. Wenn diese komischen fleischlosen Patties fast fertig sind, dann kann man die Buns auch schon langsam wieder aus dem Ofen nehmen. So, einfach Käse drauflegen, mit irgendwas zudecken, zum Beispiel hier Silikondeckel und ja, dann warten, bis der Käse geschmolzen ist. So, wenn der Käse eigentlich schon fertig ist, dann kann man anfangen, die Buns zu bestreichen. Ich habe da heute so ein bisschen Ketchup und Mayonnaise mit Chili und das Ganze einfach mit einem Löffel auf Chili verstreichen und schmeckt dann einfach gut, wenn es gleichmäßig verteilt ist. Wenn der Käse richtig geil geschmolzen ist, dann kann man auch den Burger fertig zusammenbauen. So, heute einfach mal ein richtig schneller, chilliger Burger, weil es auch so ein bisschen ein Testvideo für mich ist. Salat, Tomate. Obendrauf habe ich noch so eine richtig geile Chili-Sauce, aber die ist schon ziemlich scharf, aber mir schmeckt das halt extrem gut. Und ja, on top auf den Bun oben habe ich so Burgersoße gemacht, die schmeckt echt gut, aber ich habe keine Ahnung, was da drinnen ist. Ich habe sie auch nicht mehr zum Kaufen gefunden, um euch das jetzt im Nachhinein noch sagen zu können. Aber einfach zwei verschiedene Soßen kombinieren, finde ich richtig geil im Burger. Und ja, demnächst kommt, glaube ich, mal so ein richtig fancy Burger, aber heute ist das so ein bisschen Testvideo. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich musste jetzt gerade 1000-mal diesen Shot hier einrichten. Das heißt, die Burger sind hoffentlich noch gut. Und ich würde mal sagen, was ist so ein Video ohne Geschmackstest? Schon sehr geil. Also, Burger sind top. Ich werde jetzt mal aufessen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht konntet ihr ein bisschen was mitnehmen, vielleicht auch nicht, vielleicht was in Unterhaltung. Mal schauen, wo die Reise hingeht und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und... Tschüss.